Die Inselgruppe der Visayas. Eine der schönsten Seiten des philippinischen Inselreichs. Tropische Landschaften und eine vielschichtige Kultur. Ein wilder Mix aus typisch Asien und westlichen Einflüssen. Und wo man auch hinkommt, es gibt immer ein Lächeln. Dazu die größten Fische der Welt und ein artenreiches Unterwasserleben. Die Menschen sind spirituell. Vielerorts glauben sie an Dämonen und Geister. Wir haben es mit Mächten zu tun, die nicht von dieser Welt sind. In den Wäldern locken geheimnisvolle Tiere, wie einer der kleinsten Affen der Welt. Die Visayas, das Herz der Philippinen. Die Insel Negros ist die größte der Visayas. Ihre höchsten Berge sind erloschene Vulkane, die von Regenwald bedeckt sind. Pascal ist Landwirt und lebt an den Hängen des Vulkans Cuernos de Negros. Der 67-Jährige baut Roller aus Holz und Bambus. Die Idee zu dem Gefährt kam ihm im zarten Alter von 8 Jahren. Es begann als simples Kinderspielzeug. Ich baute diese Holzräder, bohrte ein Loch in die Mitte und nahm einen Stock als Achse. Und dazu eine ganz einfache Lenkung. Ein paar Erwachsene sahen das und bauten den Roller nach. Und so wurde er in dieser Gegend zu einer bekannten Tradition. Das benötigte Holz liefert der Dschungel. Die Räder bestehen aus Mahagoni. Für Achse und Rahmen benutzt Pascal Bambus. Altes Reifengummi verstärkt die Räder. Die Bauern nutzten das Ligiron ursprünglich, um damit ihre Waren über steile Dschungelpfade hinunter zum Markt zu transportieren. Doch aufgepasst, das Ligiron hat nämlich keine Bremsen. Beim Fahren musst du den Fuß also immer knapp über dem Boden halten. Siehst du ein Hindernis, musst du möglichst vorsichtig mit dem Fuß bremsen, um dich nicht zu verletzen. Heute fährt keiner mehr mit dem Ligiron zum Markt. Doch ein paar Jüngere haben daraus einen Fun-Sport gemacht. Einmal im Jahr findet hier ein rasantes Downhill-Rennen mit Fahrern aus der ganzen Gegend statt. Pascals Helden der Rennstrecke sind seine Enkel, Nichte und Neffen. Na, wie geht's euch? Sind eure Ligirons auch gut in Schuss? In wenigen Wochen ist das große Rennen. Ich bin stolz, dass ich der Macher des Ligirons bin und es dem Dorf schenken konnte. Auf ihnen ruht die Hoffnung des ganzen Dorfes. Schließlich hat das Rennen hier eine große Bedeutung. Die Ligirons sind für unsere Gemeinschaft sehr wichtig. Alles hat hier im Dorf begonnen. Erst war es ein Nutzfahrzeug, nun haben wir ihn eben als Rennroller neu erfunden. Die alten hatten noch einen V-förmigen Lenker. Die neuen sind kurz, damit man die Sprünge auf der Rennstrecke besser hinkriegt. Ich habe jetzt auch endlich gelernt, das Ligiron zu fahren. Und ich war schon bei 2 Rennen dabei. Pascals Neffe Jim Boy startet als Erster. Die Zeiten werden genau gemessen. Auf rund 700 Metern geht es steil bergab. Die Strecke ist gefährlich, ein alter Dschungelpfad. Wir haben zwar die Felsen entfernt, um sie sicherer zu machen, doch es gibt immer wieder Unfälle. Der Streckenrekord liegt bei 1 Minute 24 Sekunden. Ja,
Ich habe hier schon zweimal gesiegt und wenn ich keinen Unfall baue, dann stehen die Chancen gut, dass ich auch das nächste Rennen für meine Familie gewinne. Bühne frei für die Nachwuchsfahrer. Mopeds bringen Fahrer samt Rennfahrzeug wieder hoch zum Startpunkt. Ligierons aller Größen sind zulässig. Es zählt alleine die Zeit. Der gefährlichste Streckenabschnitt ist der Hügel zur Zieleinfahrt. Viele meiden ihn während des Trainings, nicht aber Dreamboy. Und dann na! Eben beim Sprung hatte ich schon etwas Angst. Zum Trainieren habe ich ein altes Ligeron. Der Lenker war morsch und ist deshalb gebrochen. Ich musste mich abrollen und weiterrennen. Los, helft mal tragen! Für das Rennen strömen Jung und Alt aus den umliegenden Dörfern hierher, um sich auf ihren Bambusrollern zu messen. Es gibt sogar einen Preis für den weitesten Sprung. Ein verrücktes Spektakel. Die Philippinen bestehen aus über 7500 Inseln. Die Gruppe der Visayas liegt im geografischen Zentrum des Landes. Cebu, Bohol, Sikihor und Negros Oriental bilden gemeinsam die Central Visayas. Den Küsten sind zahlreiche kleinere Inseln vorgelagert. Korallenriffe und artenreiche Gewässer begeistern Naturliebhaber und Taucher. Im Süden der Insel Cebu liegt Oslo. Einst war es ein armes Fischerdorf. Heute ist es weltbekannt. Hallo, mein Name ist Klaus. Mein Motto ist Fischer Friends, not Food. Jeden Morgen um 6 ist es aus mit der Ruhe in Oslo. Dann sammeln sich Hunderte von Menschen am Strand, die hier mit Walhaien schnorcheln wollen. Klaus Stiefel ist Meeresbiologe. Der Österreicher lebt seit 5 Jahren hier und unterrichtet an der Universität. Auch privat gehört das Forschen und Tauchen zu seinen Leidenschaften. Wer in Oslo abtauchen will, braucht einen einheimischen Guide. Die Haie sind sehr sensibel. Berührt man sie, bewegen sie ihre Flossen unkontrolliert hin und her. Wir wollen die Haie wie Freunde behandeln. Wenn dir ein Hai nahe kommt, berühre ihn nicht. Halte die Arme eng am Körper und schwimm nach unten. Und nicht an die Flosse kommen. Das kann gefährlich werden. Das Ungewöhnliche hier, die Fische kommen ganz nah ans Ufer. Bis auf 200 Meter. Das ist der größte lebende Fisch. Große Exemplare werden bis über 13 Meter lang. Das sind Riesen, aber es sind sanfte Riesen. Und, ja, einfach die Größe macht diese Tiere absolut faszinierend. Der größte Hai der Welt ist für den Menschen ungefährlich. Das nahrungsreiche Wasser lockt die Tiere an die Küste vor Oslo. Walhaie ernähren sich hauptsächlich von Plankton und anderen Kleinstlebewesen, die sie durch Ansaugen des Wassers filtrieren. Meeresbiologen haben rund 130 Exemplare vor Oslos Küste gezählt, die sich hier regelmäßig aufhalten. Ich tauche sehr viel und einen Fisch zu sehen, der das Mehrfache der eigenen Länge und das Vielfache des eigenen Gewichts hat, das ist schon was anderes. Also da hat man schon Respekt. Es ist jedes Mal beeindruckend, so ein Riesentier zu sehen. Man sieht auch immer sehr gut, wie die diesem Plankton nachschwimmen und wie die da aktiv am Filtern sind. Also das ist ein Naturschauspiel. Und das wollen täglich auch viele Touristen sehen.
Nach einer kurzen Sicherheitseinweisung dürfen sie mit den Riesen schnorcheln. Tierschützer kritisieren unter anderem die mangelnde Aufklärung der Besucher. Der Walhai steht auf der roten Liste bedrohter Tierarten. Die Jagd auf sie im benachbarten China, Schleppnetze und Plastik in den Meeren verringern ihre weltweite Population. Für die Bewohner Oslos wie Johnny ist der Erhalt der Art wichtig. Bis vor wenigen Jahren lebten die hiesigen Fischer am Existenzminimum. Als immer wieder Taucher nach den Walhaien fragten, kam ihnen die Idee, sie zu vermarkten. Change a lot. Das hat unser Leben verändert. Bevor wir das hier machten, gab es keine Ressorts. Wir hatten nur Fisch, den wir für Reis und andere Lebensmittel verkauft haben. Heute müssen wir zum Überleben nicht mehr raus aufs Meer fischen gehen. Die Walhaie brachten den Fischern Wohlstand. Die Touristen kommen in Strömen. Denn Oslob ist weltweit der einzige Ort, an dem man heute mit hundertprozentiger Gewissheit Walhaie beobachten kann. Auch weil sie mit gezüchteten Kleinstkrabben angelockt werden. Ein weiterer Kritikpunkt von Tierschützern. Doch gefüttert haben die Fischer die Tiere schon früher. Als wir noch fischten, kamen die Walhaie uns sehr nahe. Das Erste, was du tust, ist, ihnen Essen zu geben, um sie wegzulocken. Denn sie verjagten die anderen Fische, unseren Fang. Wir fütterten sie, um weiter fischen zu können. Etwa 8 bis 15 Walhaie tummeln sich hier täglich. Meeresbiologen vermuten, das Anfüttern könnte sie von ihren normalen Schwimmrouten abbringen. Das Anfüttern hat sicher potenziell negative Konsequenzen, die Migrationsrouten dieser Tiere zu beeinflussen. Ich glaube nicht, dass die dadurch verlernen, Selbstfutter zu suchen. Und der Grund ist folgender, dass die hier wird von 6 in der Früh bis 11, also 5 von 24 Stunden gefüttert. Die Walhaie verlassen danach diese Bucht. Das heißt, es ist nicht so, dass die den ganzen Tag hier abhängen und einfach nur auf Futter warten, wie man das bei Eichhörnchen in einem Park finden würde, sondern den Rest des Tages, ich bin überzeugt, dass sie woanders nach Plankton suchen. Der Walhai-Tourismus mag ein zweischneidiges Schwert sein. Dennoch trägt er nicht nur zum Schutz der Walhaie bei, sondern sorgt auch dafür, dass sich durch den Verzicht auf kommerzielle Fischerei die hiesigen Fischbestände merklich erholen. Cebu City, die älteste Stadt der Philippinen. Im Ballungsraum leben rund 2,8 Millionen Menschen. Allgegenwärtig im Verkehrschaos sind Jeepneys, alte umgebaute Militärjeeps. Auf den Philippinen das Verkehrsmittel Nummer 1. Wie oft in Asien sind Arm und Reich dicht beieinander. Und alle essen auf der Straße. Hi, I'm Carlo Olano. Welcome to Cebu City. And if ever you come here, you better not be vegetarian. Zehn Uhr im Hafenviertel Pasig. Carlo ist Cebus bekanntester Foodblogger. Immer wieder ist er quer durch die Stadt unterwegs, auf der Suche nach authentischer Straßenküche. Für die ist Cebu City berühmt. Und hier gibt's die beste Fischsuppe der Stadt. Koch J.R. Garcia genießt deshalb Legendenstatus. Fischeintopf ist sehr populär. Wir sind hier im Esmen Carandería. Und was haben wir da? Das sind große gedünstete Fischköpfe. Lina Rang, der scharfsaure Fischeintopf, wird hier bereits ab 6 Uhr morgens von der arbeitenden Bevölkerung gegessen. Was ist da noch drin? Ingwer. Also sie nehmen Ingwer, Zwiebeln, natürlich Tomaten und grüne Chilis.
Und für die Säure? Essig. Das genaue Rezept ist ein Familiengeheimnis. JR übernahm es wie den Laden selbst von seinen Eltern. Eine Portion kostet umgerechnet 1,40 Euro. Es ist nicht so sauer und so erfrischend. So pikant. Die saure Suppe mit dem frischen Fisch ist einfach unschlagbar. Pasil gilt als Arbeiterviertel und raues Pflaster. Dafür findet man hier traditionelle philippinische Hausmannskost. Als Foodblogger ist Carlo beruflich meist eher in der gehobenen Gastro-Szene unterwegs. Normalerweise bekomme ich Einladungen für Events und Restaurants. Aber an meinen freien Tagen probiere ich mich gerne durch die einfache Küche. Ich mag das und ich möchte für die Menschen hier auch ein Sprachrohr sein. 12 Uhr, Zeit fürs Mittagessen. Zum Pungo Pungo trifft sich die arbeitende Mittelschicht. Unzählige kleine Tische mit Boxen voller panierter Leckereien. Einfach dazusetzen, wo Platz ist. Also das ist Pungo Pungo. Das ist eines der populärsten Streetfood-Gerichte auf Cebu. Pungo heißt Hocken. Man hockt im Schatten und isst diese Art von Essen. Es gibt meistens Dinge wie Ginabot. Das ist frittierter Schweinedarm. Ganz knusprig. Perfekt mit Essig. Neben Innereien gibt's Hühnchen, Meeresfrüchte und Frühlingsröllchen. Jeder Verkäufer ist sein eigener Kleinunternehmer. Weil es kein fließendes Wasser gibt, werden die Teller zum mehrfachen Gebrauch mit Einwegplastiktüten überzogen. Wir verschwenden nichts, deshalb essen wir hier auch Innereien, die scheußlichen Teile, sogar Leber, Niere. Es ist einfach zu essen. Mit Zwiebeln und etwas Soße. Das war erst die Vorspeise. Carlo hat heute noch einiges vor. Sikihoa, die kleine und dünn besiedelte Insel, ist noch ein Geheimtipp. Rucksackreisende schätzen die paradiesischen Strände und die lässige Atmosphäre. Das Inland birgt mysteriöse Geheimnisse. Die Bewohner sind nicht nur sehr religiös, sie glauben traditionell auch an Voodoo und Geister. Sikihoa gilt als die Insel der Hexen und Heiler. Noel Torremocha ist einer der vielen traditionellen Heiler hier. Ein sogenannter Mananambal. Man sagt ihnen magische Kräfte nach. Die Macht, böse Geister auszutreiben. Wenn wir Heiler anderen helfen wollen, benötigen wir selber besonderen Schutz. Deshalb habe ich hier als Vorkehrung auf meinem Handrücken jeweils ein kleines Stück heiliges, versteinertes Holz aus Mindanao unter der Haut. Hier drunter habe ich einen besonderen Feuerstein, der Kraft spendet. Wir als Heiler müssen uns zuerst schützen, sonst kann man leicht sterben. Wir haben es mit Mächten zu tun, die nicht von dieser Welt sind. Außerdem habe ich diesen Schutztrank. Er heißt Tanipas, ein Holz, das nur hier wächst. Man weiß schließlich nie, welche dunklen Mächte man bekämpfen muss. Noel ist Kräuterheiler und kennt jede Pflanze des Dschungels. Heute sammelt er Zutaten für eine besondere spirituelle Medizin. Aus rituellen Gründen darf er das nur an 7 Freitagen vor Ostern. Katholizismus trifft auf alte Naturreligion. Ich brauche nun auch Tropfstein aus einer Höhle, denn die Medizin muss ganzheitlich sein. Damit symbolisieren wir die Unterwelt. Ohne das wirkt sie nicht. Noels Medizin ist eine Art Universalmittel gegen Flüche. Es ist ein offenes Geheimnis, dass auf der Insel Voodoo betrieben wird. Sämtliche Heiler kennen sich damit aus. Alleine schon deshalb, um das Gegenmittel herzustellen. Musik
Die gesammelten Zutaten werden später verbrannt und zu Asche verarbeitet. Laut Ritual darf die Medizin nur am Ostersamstag hergestellt werden. Im Dschungel Sikihors liegt der geweihte Ort, an dem sie Noel gemeinsam mit seiner Cousine zubereitet. Als Basis dienen alter Kokoswein und diverse Pflanzenextrakte. Dazu geweihte Friedhofskerzen. Die Medizin, die wir hier kochen, stammt von unseren Vorfahren. Wir folgen ihrem Wissen. Sie haben uns das Rezept übergeben, damit auch wir den Menschen damit helfen. Wichtig ist, dass jede einzelne Zutat des Rezepts hineinkommt. Nur so können wir Flüche bekämpfen, die dem Glauben nach von den Bergen oder dem Meer kommen. Damit die Medizin also wirkt, müssen die Zutaten von allen Regionen der Insel kommen. Noel fügt die zu Asche verarbeitete Kräutertropfsteinmischung hinzu. Dazu eine Handvoll Friedhofssand, der Karfreitag um genau 12 Uhr gesammelt wurde. Und das Pulver eines Schädels. Wir verwenden Teile eines menschlichen Schädels, weil wir glauben, dass der Mensch an sich auch als Medizin dient. Es ist nicht nur die Energie der Bäume und Pflanzen. Doch bevor wir einen Totenkopf verwenden, fragen wir bei der Person vorab um Erlaubnis, ob wir ihren Schädel nach dem Ableben als Medizin nutzen dürfen. Zum Schluss ein Schuss Weihwasser und ein Gebet. Danach wird die Masse getrocknet und zu Pulver verarbeitet. Sikihor hatte auf den Philippinen lange einen düsteren Ruf. Viele mieden die Insel aus Angst, doch das Bild hat sich gewandelt. Heute steht der Gedanke des Heilens im Vordergrund. Die Menschen gehen oft erst zu einem Mananambal, bevor sie einen normalen Arzt aufsuchen. Sie glauben an die Kraft der traditionellen Medizin, die böse Stoffe im Körper entfernen soll. Heute gibt es hier viele, die behaupten, sie seien Heiler, auch um Geld mit Touristen zu verdienen. Doch man kann das nicht einfach kopieren. Das Wissen muss weitergegeben werden. Man muss eine Gabe haben und lernen, sie zu akzeptieren. Es ist nicht unbedingt leicht. Auch ich selbst habe eine Zeit lang gebraucht, sie anzunehmen. Und nun mache ich das seit 16 Jahren. Eines Tages wird Noel sein Wissen ebenfalls weitergeben und somit diese jahrhundertealte Tradition Sikihors bewahren. Moalboal im Südwesten der philippinischen Insel Cebu. Hi, my name is Kiko. Welcome to Moalboal. If you guys want to see a real sardines, not on the can, here is the place. Tauchlehrer Kiko und Meeresbiologe Klaus Stiefel unterwegs nach Pangsama Beach, ein Fischerdorf und beliebter Strand bei Rucksackreisenden. Das Besondere hier, man kann direkt in Ufernähe riesige Sardinenschwärme beobachten. Die Sardinen lebten ursprünglich vor der Insel Pescador. Als der riesige Taifun die Visayas traf, waren die Sardinen verschwunden. Kurze Zeit später entdeckte man sie hier. Es ist noch immer eine offene Frage, warum sie hierher kamen. Der riesige Sardinenschwarm machte sich direkt vor dem Fischerdorf breit. Es ist so, dass viele Meeresfische wochenlang als Larven im offenen Meer verbringen. Das heißt, es muss irgendwann einmal zufällig eine große Menge an Sardinenlarven hier angespült worden sein. Und die haben sich dann hier festgesetzt und seitdem gibt es Schwärme. Nur 30 Meter vom Ufer entfernt liegt die Riffkante. Direkt davor formen die Sardinen eine gigantische Masse. Eine Taktik, um Angreifer abzuschrecken. Klaus taucht mit seiner Kamera mitten hinein. Schwer zu beschreiben in Worten. Also die bilden dann solche Straßen zwischen verschiedenen Teilen des Schwarms.
die bilden Bälle, dann gibt es da wieder ein Loch in dem Schwarm, dann sind die da irgendwie minutenlang ruhig, auf einmal schießen die plötzlich in eine Richtung, also da tut sich ständig was, ganz toll wirklich. Und man weiß auch wirklich nicht warum. Manchmal ist das einfach die Dynamik von dem Schwarm, also wirklich faszinierend. Das erkannten auch die Einheimischen. Sie stellten das Netzfischen ein und begannen, die Sardinen zu schützen. Der Schwarm gilt als der zweitgrößte der Erde. Der Schwarm ist etwa 30 Meter lang, vielleicht 5 Meter hoch und breit. Und die Dichte von den Fischen ist schwer abzuschätzen. Aber ich nehme an, zwischen 1 und 3 Millionen. Ohne falsche Bescheidenheit, das waren sicher die besten Sardinenschwarmaufnahmen, die mir je gelungen sind. Also die Sonne war am Ende draußen, die Sardinen waren sehr aktiv, die haben mich nah an die rangelassen. Ich habe dann Aufnahmen, wo er in dem Schwarm verschwindet. Also ich bin zufrieden, wirklich tolles Erlebnis, sowas zu filmen. Mual Boal gehört zu den besten Tauchrevieren der Philippinen. Auf zum nächsten Spot. Zurück in Cebu City. Wie in allen philippinischen Städten spielt sich das Leben hier meist im Freien ab. Foodblogger Carlo ist wieder im Hafenbezirk Pasil unterwegs. Immer auf der Suche nach authentischer Straßenküche. Das nennt man Tuslop Buwa. Schweinehirn, reduziert zu einer Soße. Dann tunkt man diesen Reiskuchen rein und isst es. Alle essen hier aus einem Wok. Das Teilen von Essen ist ein wichtiger Bestandteil philippinischer Kultur. Es schmeckt etwas salzig, super herzhaft. Es schmeckt nicht nach Hirn, sondern nach Sojasauce. Und passt prima zusammen mit dem Reis. Die Brühe mit dem Schweinehirn kommt in einen Wok mit Zwiebeln, Knoblauch, Garnelenpaste und Chilis. Dazu etwas Sojasauce und über starker Hitze einkochen. Tuslop Buwa heißt übersetzt in Blasen tunken. Und das mögen hier generationsübergreifend alle. Nächste Station, ein Suppenrestaurant. Suppe ist ein wichtiger Bestandteil der philippinischen Küche. Und die von Koch Reggie hat es in sich. Oi, Reggie! Wie geht's? Machst du meine Lieblingssuppe? Er wird meine Suppe Nummer 5 kochen. Die ist hier unter dem Namen Lanchao bekannt. Und sie wird aus Hoden und Penis des Stiers zubereitet. Wollt ihr das probieren? In einem Land, das Hunger kennt, wird traditionell nichts verschwendet. Fast alles, was essbar ist vom Tier, wird auch verarbeitet. Die Suppe wird mittags und abends gerne von Männern gegessen. Zum einen gilt sie als Aphrodisiakum und zum anderen ist sie wirklich gut. Sie ist recht fettig, aber extrem nahrhaft. Sie gibt dir definitiv Energie, um die ganze Nacht durchzuhalten. Was auch immer du vorhast, zum Beispiel die Nacht durchfeiern. Warum die Suppe Nummer 5 heißt, darüber gibt es nur Spekulationen. Klar ist aber, dass Carlo sich noch etwas gedulden muss, bis die Suppe fertig ist. Um die Zeit zu überbrücken, geht Carlo auf den Carbon Market. Der größte Markt von Cebu City. Das hier sind gemeine Spinnenschnecken. Die gehen für umgerechnet 50 Cent weg. Oder die kleineren. 3 Stück kosten 90 Cent. Die Schnecken kommen aus den umliegenden Riffs und werden in heißem Wasser gekocht. Eiweißreich und gesund. Es wird Abend. Zeit für die Suppe Nummer 5. Reggie verkauft sie hier direkt an der Straße. Den genauen Inhalt kann man nur noch erahnen. Kleine Fleischstückchen aus ganz speziellen Körperteilen.
Eine Portion kostet umgerechnet 70 Cent. Jetzt wollen wir mal probieren. Geschmacklich ähnelt sie einer asiatischen Rindfleischsuppe. Mit Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Zitronengras und Fischsoße. Sie ist echt fettig und recht sauer. Aber ja, die Fleischstückchen haben unterschiedliche Konsistenzen. Mal fester, mal weicher. Wie eine Party in deinem Mund. Und wer zu viel gefeiert haben sollte? Die Suppe soll bei einem Kater Wunder wirken. Die Halbinsel Moalboal an der südlichen Westküste von Cebu. Für die Einheimischen ist das Meer ihr Arbeitsplatz. Mabuhi, my name is Bazi Budlong. Here with us, the Ferrari of the Visayans, the Bigil. Volkswagen würde es vielleicht eher treffen. Die Bigils sind die traditionellen Auslegerboote der Küstenfischer. Klein und ohne Motor sind sie seefester, als sie aussehen. Bazi veranstaltet hier seit 3 Jahren eine jährliche Bigil-Regatta. Ein Wettrennen der Fischer. Nach getaner Arbeit wird heute dafür trainiert. Es gehört zu unserer Kultur. Schon unsere Vorfahren sind mit diesen Kanus zwischen den Inseln der Philippinen hin und her gekreuzt. Mein Großvater ist auch Fischer und so bin ich bereits als 5-Jähriger mit raus zu den Fischfallen gepaddelt. Jedes Wochenende nach der Schule. Heute ist Bazi Bootsbauer und Abenteurer. Die gesamte philippinische Küste hat er bereits mit Segel und Paddel erkundet. Die Bigil-Regatta ist gut für unsere Gemeinschaft. Sie erinnert an unsere alten Traditionen. Vor 100 oder 150 Jahren benutzten alle diese Boote für den Transport und auch zum Fischen. Das Blasen der Muschel in alle 4 Windrichtungen hat rituellen Charakter und soll die Götter für die Reise gnädig stimmen. Dann geht es los. Die Strecke verläuft über 12 Kilometer entlang der Küste Cebus. Mit der Regatta unterstütze ich die lokalen Fischer und lerne von ihnen, wie sie ihre Segelfertigkeiten entwickelt haben. Ihr Wissen über den Ozean, den Wind, das Wetter und die Kanus. Das stärkt die Küstenbewohner, denn es sind ihre Strände, ihr Ozean. Eigentlich. Denn die Fischer hier haben es schwer. Sie werden zusehends von Hotels und Urlaubsressorts verdrängt. Die Tanonstraße zwischen Cebu und Negros dürfte der Traum jedes Seglers sein. Wind und Wellen das ganze Jahr über. Zieleinfahrt nach 2 Stunden. Das hat so viel Spaß gemacht. Und wir waren nur zu 5. Stell dir vor, wenn bei der Regatta 50 Leute mitmachen. Das wird ein großer Spaß. Und wir stärken damit unseren Zusammenhalt auf der Insel und machen unsere Vorfahren stolz. Seinen Trainingssieg feiert Bazi standesgemäß im Sonnenuntergang. Und vielleicht entdecken ja bald noch mehr Segler Moalboal. Die Filipinos sind bekannt für ihre manchmal etwas skurrilen Bräuche. Einer davon, Spinnenkampf. 2 Spinnen werden auf ein Holzstäbchen gesetzt. Wer zuerst runterfällt, hat verloren. Wir gehen oft in die Berge, um Spinnen zu fangen. Dann geben wir ihnen Vitamine und so können sie besser gegen andere Spinnen kämpfen. Die Spinnen werden in kleinen Streichholzschachteln gehalten und in der Hosentasche herumgetragen. Stets bereit zum Kampf. Beim Schließen muss man behutsam vorgehen. Schön langsam. Wann immer neben der Arbeit Zeit ist, findet ein Duell mit den Kollegen statt. Giftig sind die Kampfspinnen nicht.
Das eigentlich Interessante ist das Wetten auf die Spinnen. Ein durchaus attraktives Zusatzeinkommen. Bis zu 3 Euro pro Sieg sind drin. Und auch untereinander wird mit den Tieren gehandelt. Los, kämpft! Und schon wieder ein paar Pesos extra verdient. Bohol, eines der beliebtesten Reiseziele der Visayas. Auch wegen der Chocolate Hills, eine geologische Formation aus über 1200 gleichförmigen Hügeln, die weltweit ihresgleichen sucht. Rund um den Lobog River kann man Kajak fahren, schwimmen und den Dschungel erkunden. Hier lebt ein geheimnisvolles Tier, der Tarsier. Der Philippinen-Kobold-Maki zählt zu den kleinsten Affen der Welt. Jeden Morgen sind Mitarbeiter hier im Dschungel unterwegs, auf der Suche nach den Äffchen, die sich nun von der nächtlichen Jagd erholen. Joni arbeitet für die Philippine Tarsier Foundation, die sich dem Erhalt der Art widmet. Der philippinische Koboldmaki ist einzigartig und einer der ältesten Primaten weltweit. Es gibt ihn schon seit 45 Millionen Jahren. Kaum größer als 12 cm und 150 Gramm schwer kann das Kerlchen 5 Meter weit springen. Es kann den Kopf um 180 Grad drehen, wenn es will. Die großen Augen haben mehr Volumen als das Gehirn. Leider ist auch der Tarsier vom Aussterben bedroht. Sie sind extrem angewiesen auf ihr Habitat. Ihre Lebensräume werden kleiner und kleiner. Die Population vergrößert sich nicht. Deshalb müssen wir den Koboldmaki schützen. Hier in Korea hat die Stiftung vor 15 Jahren einen kleinen Teil des natürlichen Lebensraums, der Tarsier, eingezäunt. Gäste und Wissenschaftler können ihn besuchen. Sie brauchen dieses dichte Unterholz mit seiner Fülle an Nahrung, also Insekten, gute Versteckmöglichkeiten und genügend Platz, um springen und sich festkrallen zu können. So sieht ihr natürliches Umfeld aus. Weil sie so possierlich aussehen, wurden Tarsier früher oft gefangen und als Haustier gehalten. Doch das überlebten sie nicht. Deshalb findet man die Tiere auch in keinem Zoo. Koboldmakis begehen Selbstmord, wenn sie nicht in Freiheit sind. Sie halten die Luft an oder schlagen ihre Köpfe gegen den Käfig. Koboldmakis sind nachtaktiv. Tagsüber leben und schlafen sie im Schutzgebiet. Nachts springen sie über den Zaun zum Jagen. Am liebsten mögen sie Grashüpfer. Sie verhalten sich wie Raubtiere. Kommt ein Männchen beispielsweise in ein neues Revier, kämpft es mit dem ansässigen Männchen bis zum Tod. Die philippinischen Koboldmakis existieren noch auf 2 weiteren Inseln der Visayas. Doch geschützt werden sie nur auf Bohol. Moalboal auf der Insel Cebu ist eines der besten Tauchreviere der Philippinen. Das liegt vor allem an der intakten Korallenwelt. Hier kann man direkt vom Ufer aus tauchen, denn die Riffkante ist nur 30 Meter entfernt. Der österreichische Meeresbiologe Klaus Stiefel möchte heute dieses besondere Tauchrevier erkunden. Er ist wieder mit dem einheimischen Tauchlehrer Kiko verabredet, dessen Ressort sich nur wenige Meter vom Tauchspot entfernt befindet. Hier erwarten uns große Schildkröten, verschiedene Meeresschnecken, also Nudibranches, und einige Korallenfische. Wir werden eine Steilwand entlang tauchen und bis zu 18 Meter Tiefe gehen. Klaus Stiefel hat wieder die Unterwasserkamera bereit. Die Steilwand in Moalboal hat einen besonders intakten Hartkorallenbewuchs. Man kann hier das ganze Jahr tauchen. Die Sicht geht bis 25 Meter.
Gleich das erste Motiv, die gestreifte Gelblippenseeschlange. Ihr Gift ist tödlich. Doch für Taucher ist sie ungefährlich. Man sagt, sie sei wenig aggressiv und eher bissfaul. Dann hat Klaus richtiges Glück und bekommt einen skurrilen Meeresbewohner vor die Linse. Eine Seegurke hat sich im Sand vergraben und fängt mit ihren Mundtentakeln Plankton. Schließlich sichtet Kiko Meeresschildkröten. Auch für die ist Moalboal bekannt. In der Gegend hier gibt es sowohl die Hawksbill als auch die grünen Seeschildkröten. Das sind natürlich beides Luftatmer. Und die Population hier dürfte noch eigentlich recht gesund sein. Also man sieht die in vielen Spots in Sebo. Diese Tiere werden Jahrzehnte alt. Und in vielen dieser Tauchspots hier, wo relativ viel getaucht wird, sind die doch einigermaßen schon an Taucher habituiert. Also man merkt da schon, dass die verstanden haben, dass die nicht mehr gefressen werden von Tauchern. Die Visayas. Eine bunte tropische Inselwelt und der beste Einstieg, um die Philippinen kennenzulernen.